Meine Damen und Herren, liebe Patienten und Patientinnen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Rebhahn, sehr geehrte Anwesende, wir sind gerührt, dass Sie alle heute hierher gefunden haben, trotz des Wetters, was ein guter Kommentar ist zu dem, was wir heute Ihnen erzählen wollen oder weshalb wir uns alle heute hier versammelt haben. Der Himmel weint. Ich kann heute nicht alle einzeln begrüßen. Ich weiß nur, der Herr Staatssekretär kann heute nicht Veranstaltungen für den Erhalt der hausärztlichen Versorgung. Diese Demonstration wurde von Ihnen gefordert. Somit unsere gemeinsame Demonstration von Patienten und Ärzten. Es ist die erste ihrer Art überhaupt in Deutschland und dringend notwendig. Der Hauptwiderstand gegen die Gesundheitsreform spielt sich zwar im Moment in Bayern ab, aber auch in anderen Bundesländern. Sie verfolgen es in der Presse. Regt sich der Widerstand. Wir danken Ihnen allen für Ihre Unterstützung, moralisch oder ganz konkret. Viele von Ihnen standen in unseren Praxen. Unsere geplante Zukunft ist schlimmer, als Sie alle sich das in Ihren schlimmsten Albträumen vorstellen können. Unsere obersten Politiker in Berlin, die Frau Höckert, ein ehemals funktionierendes Gesundheitssystem, aber bleiben wir bei der Gesundheit, echtes solidarisches Gesundheitssystem in Deutschland. Ich will es einführen, welches das schlechteste der Welt ist und einer Industrienation unwürdig. Herr Lauterbach verdient als... Der ihn in allen seinen Facetten kennt, wenn dieses dem Rotstift oder anderen Interessen zum Opfer fallen würde. Wir glauben, dass wir die Hausärzte dieses Modell auch künftig brauchen werden und dafür müssen die Bedingungen gegeben sein. Einfach aus finanziellen Gründen, weil die Entlohnung nicht mehr gegeben ist, schließen müssen. Und noch schlimmer, wer soll denn bitte künftig den Beruf des Hausarztes anstreben? Wer soll sich denn ein solches Studium, das eines der längsten und intensivsten überhaupt ist, wer soll sich ein solches Studium antun? Ich bin 46 Jahre alt, bin in Neustadt aufgewachsen und zur Schule gegangen. Bin stolz, dass ich in Neustadt Allgemeinarzt in freier Praxis bin. Bin ein völlig normaler Bürger dieser Stadt und körperlich und geistig gesund. Ich bin wie in Neustadt, wie man sagt, noch nicht neben der Kap. Managementgesellschaft namens Healthways Aktiengesellschaft. Zur Behandlung chronisch kranker Patienten. 600 Euro erhält Healthways pro beratenden Patient und pro Jahr von ihrem eingezahlten Geld. Für dieses Geld dürfen wir Hausärzte im Jahr 3 bis 4 Patienten nicht nur beraten, sondern auch behandeln, rund um die Uhr, verehrte DHK. Ist das Jammern auf hohem Niveau, Frau Ulla Schmidt? Finanziert wird diese amerikanische Aktiengesellschaft durch private Investoren und Großkonzerne. Die tun das nicht aus Nächstenliebe, sondern weil sie in diesem System viel Geld wittern. Wie sieht das DAK-Modell aus? Den Patienten wird eine telefonische Beratung angeboten. Momentan angeblich zusätzlich zur hausärztlichen Therapie durch sogenannte Callcenter. Das sind Telefonzentralen. Vato ist eine Tochtergesellschaft der Bertelsmann Stiftung.
Man weiß bereits jetzt, dass 12,5 Milliarden Euro nicht ausreichen werden. Wessen Geld ist das? Unseres! Es ist Ihr Geld. Olaf, keiner hat sie bisher gekauft. Ich tue es jetzt. Werden unter dem Deckmantel Stiftung einerseits kräftig und ordentlich Steuern gespart, auf der anderen Seite stellt man sich als selbstloser Wohltäter unserer Gesellschaft dar, im Marktkauf. Darüber hinaus begleitet sie uns mittlerweile auch zu Hause. Sie sitzt mit uns am Fernsehen. Schützen Sie uns beim Widerstand gegen politische Einflussnahme, beim Kampf gegen Bürokratie, Budgets, Regressdrohungen und Regressforderungen der Krankenkassen. Zeigen Sie den Kassen, die dem amerikanischen Gesundheitssystem den Weg ebnen, die rote Karte. Sollten sich bis Ende Juni weniger als 70% der bayerischen Hausärzte für den Ausstieg entscheiden? Mittlerweile beherrschen vier große Klinikketten bei uns den Gesundheitsmarkt. Beim Personallohn und durch frühere Entlassung der Kranken. Liebe Mitbürger, wollen Sie wie am Fließband behandelt werden und noch krank entlassen werden? Nein! Soll das unsere Zukunft sein? Nein! Keine weitere Privatisierung des Gesundheitswesens. Hände weg von unseren Hausarztpraxen. Nein! Lassen wir uns das gefallen? Nein! Vielen Dank. Wollen Sie, dass Sie von Callcentern telefonisch behandelt werden? Nein! Lauter! Wollen Sie entfernte medizinische Versorgungszentren zur Behandlung fahren? Nein! Bitte lauter! Nein! Wollen Sie von fremden Ärzten behandelt werden, die die Patienten, die Sie alle nicht kennen? Nein! Es geht lauter bis Berlin! Nein! Warum hat sich Paläste hinbaut und mehr Geld für Verwaltung und Werbung ausgibt, als für Ihre hausärztliche Behandlung? Nein! Dass Ihre Krankenkassen Beiträge in börsennotierte und profitorientierte Großkonzerne abfließen? Nein! Ich habe Sie nicht verstanden. Lauter bitte! In Neustadt ausradiert werden? Nein! Wollen Sie, dass mit den Hausärzten auch die Fachärzte, die Apotheker, Krankengymnasten und Logopäden verschwinden? Nein! Wollen Sie, dass unsere schöne Heimatstadt Neustadt weiter ausgeblutet wird? Nein! Danke. Wollen Sie, dass Konzernvertreter in den deutschen Ministerien ihre Gesetze selbst schreiben? Nein! Wir kämpfen für den Erhalt des schönen Berufes Hausarzt. Sind Sie auch dabei? Der Apotheker, der Krankengymnasten und der Logopäden in Neustadt. Sind Sie auch dabei? Ja! 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 Wollen Sie bei den Landtags- und Bundestagswahlen wählen gehen?